So, 23. Februar, fast 5 Wochen lang hat Frosty sich jetzt hier zurückgezogen und versteckt. Aber ich hole ihn jetzt wieder heraus. Ich kitzel ihn jetzt wieder raus hier. Denn er hat noch Videos zu drehen. So, was sehe ich hier? Ein verschollener Pringles-Dosendeckel. Den nehme ich gleich mit. Ein neues Pringles-Dosen-Video muss ich sowieso noch machen. Aber da habe ich eh noch einen Deckel. So, heute braucht Frosty keinen Schal und er hat den Sommermütze auf, denn es ist warm, 16, 17 Grad schon am Mittag. Und morgen wird es auch so 19, 20 Grad. Und dann kann es ja mal losgehen. Und die Luftröhre ist leider nicht machbar jetzt bei dem Wetter und bei diesen Schneezuständen. Aber wir machen das einfach jetzt so. Okay. So, das war der kleine Anfang. Jetzt geht es direkt weiter. Ein bisschen knattern. Ja, das sounds gut. Und die Luftpfeifer. Los geht's. Jawohl, da hat er wieder seinen Dienst getan hier. Ja, Nico Bienen. Und die taugen nicht so viel. Machen wir mal hier einen draußen. Ja. Und noch einen drinnen. Drinnen im Bauch ist kalt. Ist es ausgegangen? Nö. Obwohl, ich untersuche das gleich mal. Ach, natürlich genau wo ich ausstelle die Kamera geht es noch an. Naja. Mal sehen, wie der Spin-Doktor heute ist. Ist doch prima. So, und. Ja. Zum Abschluss. Sie gehen sogar. Fuck. Also das hatte ich jetzt zum allerersten Mal, dass so ein Ding explodiert ist. Das hat mich jetzt geschockt. Schokalino ist natürlich lauter, wenn er explodiert. Aber generell sollten natürlich Fontänen nicht explodieren. Gehen sogar. Okay, dann tschüss, bis zum nächsten Video.